Was könnten wir jetzt mit auf das Ding packen? Gehen wir nochmal raus. Wir gehen. Bitte nicht. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Ein Glück. Haben wir vielleicht noch was, was wir da reinmachen können? Rezeption, wo wir schon hier sind. Zum Restaurant. Kaffeemaschine hier, komm. Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Okay, was ist die nächste Phase? Zur Rezeption? Was könnten wir da noch drauf machen? Salz. Das ist zwar langweilig. Upsi. Wie sonst? Ja. Okay. Diese Situation wichtiger unter. Das würde ich. Nö. Können wir das vielleicht irgendwie. Das eignet sich wohl kaum als. Das eignet. Dann fehlt uns doch irgendwas. Bitte nicht. Spiel. Ich hasse dich. Wenn das jetzt. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Manchmal bin ich echt froh, dass dieses Spiel doch nicht ganz so krank ist, wie man glaubt. In das Zimmer des Seers. Haben wir noch was vergessen? Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Green Cup. Kissenbezug im Kopf ziehen. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Haare. Dieser verlauste Kopf, erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Okay. Oh, ich trage erstaunlich viel. Wenn das ein Omen sein soll, so sei es hiermit ignoriert. Können wir den vielleicht aufhängen? Ich sehe, dass du gönn dir dein Schicksal. Mag sein, aber diese Klasse. Das könnte alles. Ja. Hey! Mr. Toffee. Was, wenn. Das ist der Schrank. Ich bin der Größte. Das dunkle Zimmer und er guckt direkt in den Schrank. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wir können mal zurückgehen zur Rezeption und dahin und die Taschen mal austauschen. Wenn ich das hier fehlt, ist ein Plan. Voll ab oder wenigstens ein Pack. Was haben wir? Jetzt ist die passt mir. Aber die Farbe steht mir. Können wir Bozo vielleicht seine Unterwäsche geben? Hier, Bozo. Danke, dass ich deine. Das habe ich nie gesagt. Warum auch? Freunde verstehen sich auch ohne Worte. Jetzt einer zu haben? Zieh dich jetzt. Ich glaube, die heißt aber. Wer hatte denn die? Naja. Ach, ja, das kennen wir schon. Komm schon. Bah, ich bleib und wenn. Okay. Irgendwas fehlt uns noch. Das eignet sich wohl kaum als. Bei Belegen einer Paste erneut? Diese Situation ist verkäuchtiger und. Also, das hatten wir schon. Auf den ersten Blick sieht Harty ihm aber. Pastetenautomat. Mülltonne. Können wir vielleicht. Das scheint ihm nicht zu konvenieren. Was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Können wir ihn vielleicht. Was allerdings auch. Ist ja so viele Kopfläuse. Außerdem ist komisch. Alter Maul. Was allerdings. Kriegen wir da vielleicht irgendwie raus? Mal gucken, ob ich.
Ursache. Ha. Zu spät. Bin ja auch selbst schuld. Was zu spät. Der Pelikan hat... Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein Kult. Die Pelikan-Fütterung... Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Ja. Können wir denn jetzt vielleicht... Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Also sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Ja. Kopfkissenbezug. Ja. Damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Gute Frage. Wir haben zumindest einen kleinen Schritt vorangemacht. Trotzdem weiß ich nicht, wie wir jetzt weiterkommen. Hoppenbott ist immer noch da. Hier geht's nicht weiter. Da ist auch nichts. Läuse. Tja. Ich muss... Oh, verdammt. Raus. Ha. Die haben wir ausgeschaltet. Die Heizung, ist auch nicht, dass ich dich denke hier. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Das wird das dunkle Zimmer sein. Also müssten wir hier hinten aus dem... Oder? Hat der Guru denn auch ein Loch in seinem Zimmer? In seiner Zimmerwand? Nein. Also müssten wir dann schon bei dem Geist raus. Er braucht keine weltlichen Besitz voraus. Bevor ich... Oje. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht. Nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch! Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Nice! Okay. So. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber... Sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt... aufgelöst haben oder so? Hm. Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in meinem Freund, der Geisterastronaut. Ja. Na los, hopp.
Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und... Oh Mann, was für eine Jammertüte. Oh Mann. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Welches Laken? Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ha. Okay. Dann... Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Welches war noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Okay, ich gehe mal davon aus. Laster kann... Oh, sehr gerne. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Wenn wir vielleicht... Moment. Wenn wir vielleicht das Kopfkissen mit der Kapuze kombinieren, da sind ja Läuse drin. Es wäre schon lustig, aber leider fehlt. Wir müssen zusehen, dass er Haare bekommt. Wie kriegt denn der Kerl jetzt Haare? Handy? Jetzt brauche ich die Lösung. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr weiter. Deponia 3. Lösung. Moment. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch 7 Folgen hier rumsitzen und nichts machen. Okay. Okay, also wir müssen definitiv, ich gehe nochmal zurück zu dem Fatzke hier, zu dem Oppenbot und die Tasche austauschen. Das heißt, wir haben aus beiden Sachen alle Sachen rausgenommen. Das heißt, wir müssen sie mal noch austauschen. Ja. Mit der Pfaffe. Okay. Moment, vielleicht reicht die was ich gerade gelesen habe, schon. Moment, zu den Zimmern. Pistetenautomat, da. Und Kleiderbügel in das Maul. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Können wir... glitschig. Den Vogel, den Fisch nehmen? Ja, und jetzt können wir den vielleicht... Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Die müssen auch. Großartig. Da hat man schon mal Schuppen? Nein, okay. 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 Komm ich mit der Dörne weiter. Zum Zimmer. Zum Seher. Schuppen in die Kapuze. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial.
Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Kann ich noch mal sprechen? Ja. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Nice. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Oh, shit. Ich, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Tu was? Du kannst mein Shampoo haben. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Duschen. Das Gespenst mag Leute, die duschen und singen dabei. Oha, das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja. Ich gehe nach draußen und sage zum nächsten Mal des Seers und sage... Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Wir nehmen die Tarantel und ich sage bis zur nächsten Folge, Leute. Und... Was zeige ich aus dem Bild? Ja. Ich wollte ein Thumbnail machen und habe das Spiel, die Aufnahme kurzzeitig beendet. Moment. Thumbnail, so. Screenshot gespeichert. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Und tschüss. Ja? Ja, tschüss.